Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu Vampyr. Hinter der Kirche bewegen wir uns weiter fort, um den Dichter zu finden, um weitere Informationen für die Hauptgeschichte zu erfahren. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Vampyr. Und auch danke an alle Zuschauer und Unterstützer, die hier täglich dabei sind. Danke auch für die Daumen nach oben. Da hinten steht er wahrscheinlich schon. Ja, das ist der Typ. Das ist der Dichter. Jo, jo, jo. Und hier ist aber leider nichts noch weiter zu finden. Nö. So. Naja, Selbstgespräche, hat er ja gesagt. Er labert hier mit sich selbst. Arbeitet an seinen Rhymes und seine Lines. Damit er fett die Rhymes droppen kann. So. Kurz hier nochmal ein bisschen was plündern hier hinter der Kirche. Absagebrief eines Verlegers? Für welchen denn? Sehr geehrter Mr. Nethercott. Ach, für den. Okay, er ist kein besonders erfolgreicher Schreiber, wenn er hier eine Absage bekommt. Der hat auch psychische Probleme, der Herr. So, da. Richard war mit seiner Poesie noch nie erfolgreich. Noch nie. Mit wem ist der verbunden? Wo ist er denn jetzt? Welcher ist denn der? Da unten, der. Also die sind mit denen verbunden. Weil hier, da, Personenkreis. Ach ja, da sind ja auch die beiden drin. Hat also auch irgendwas mit Dorothy und sowas zu tun, der Typ. Aber seine Poesie ist für den Arsch. Stand ich nicht hier am Tor und konnte ich... jetzt von der Seite kann ich das jetzt öffnen. Okay, die Tür wurde aufgeschlossen. Was ist das denn hier? Okay, mal gucken, was er zu sagen hat. Der tote Dichter. Noch ist er nicht tot. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Was eine Fresse, ey. Und er hält sich auch noch für den größten Dichter überhaupt und hat eigentlich keinen Erfolg damit. Na gut. Was tun Sie nachts hier? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Und keine Angst vor der Epidemie? But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Setzen Sie sich nicht der Epidemie aus. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Aha. Fängt er hier schon an mit irgendwelchen tiefsinnigen Sätzen. Okay, ihr Leben könnte hier in Gefahr sein. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Hier ist es sehr riskant. I understand your need for solitude. But it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor. And my family despises me. Wer hilft Ihnen, wenn Sie in Gefahr geraten? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Ja klar, ich immer. Gedanken über die Lage in London? What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy, but the scourge has not been all bad for the city. Oh no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Ja, da. So kann man es natürlich auch sehen. Ich sehe nur die fürchterliche Krankheit, friedlich, still, wirklich? Eine ziemlich eigenartige Sichtweise, das finde ich auch. Yes.
the enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Mhm. Ja. So kann man es natürlich auch ausdrücken. So, das waren diese Fragen. Persönliche Fragen habe ich Ihnen da schon welche gestellt. Aber ja. Können Sie von Ihrem Gekritzel leben? Der Ausdruck Gekritzel finde ich auch super. Suche nach Inspiration in Whitechapel? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Denken Sie nicht, dass das ein wenig morbid? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Also kann sie dir natürlich auch nicht sagen, dass deine Poesie total für den Arsch ist, weil sie stumm ist. Oh, das waren gleich zwei Hinweise für... Ah nee, für Nethercott auch, okay. Angst, die Wahrheit über sie herauszufinden? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day perhaps I'll ask her to come with me. But ah, will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Der ist voll verschossen in die Stumme. Sie kennen sie nicht mal? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Klar. Können Sie mir ein Beispiel geben? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Ja, na dann viel Spaß mit deinem. Camellia ist ein Teil einer Verschwörung. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Okay. Er hat einfach nur Augen für sie. Sind sie nicht neugierig? Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Sie sind wirklich ein hoffnungsloser Romantiker, auf jeden Fall. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Tja. Okay, können Sie von Ihren Gekritzel leben? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Sie wirken nicht wie ein armer Poet. Ein reicher Künstler ist eine Seltenheit. Der ist doch nicht reich. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Okay, er hat also reiche Eltern, die ihn den Arsch voll mit Geld schubsen? Nee, stopfen. Sie stopfen ihn alles hinten rein und er lügt sie an, als würde er Erfolg haben. Naja, und die Suche nach Schwester Dorothy Crane. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. So. I'm looking for Dorothy Crane. A nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. Gar nicht von Whitechapel.
Und was ist mit Darius? What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Das ist ein Herausgeber? Interessant. Okay, das waren dann erstmal alle Informationen von dem. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Aha. Schauen wir mal, ob er uns reinlässt. Und dann auch noch diese Geschichte zwischen ihm und der Stummen hier. Haben wir auch schon. Oh, guck mal, von der haben wir alle Hinweise gefunden. 5000 Erfahrungspunkte gibt die und gesund ist sie auch, aber hier die Bannstufe ist halt auf 5 sehr hoch. Camellia ist für Richard Nethercourt wie eine Muse und er sieht sie als ein unzugängliches Mysterium. Selbst von denen sind wir auch fertig. Auch alles gelernt hier. Er ist halt nur erkältet. Richard fühlt sich schuldig, dass er auf die finanzielle Unterstützung seiner Eltern angewiesen ist. Richard war in seiner Poesie noch nie erfolgreich. Ja, also, das sind aber keine, eigentlich nicht wirklich die Leute, die man aussaugen sollte. Lieber die Arschkinder. Hello again, miss. Erzähl mir von Richard Nethercourt. Tell me about Richard Nethercourt. I understand he is quite fond of you, Camellia. Sie kann ja nicht reden, oder? Das bringt aber nichts bei ihr, irgendwas zu machen. Very well. Goodbye then. Ich bin ziemlich sicher, vielleicht kann die doch reden, weißt du? Vielleicht ist so eine, die so tut. So, finde einen Weg in Darius Petrescus Haus. Da können wir jetzt auf jeden Fall rein, glaube ich. Und so viele jetzt gelernt über den. Da wohnt er doch da vorne, hier irgendwo. Und da haben wir es. Mr. Petrescu, just one minute, please. You again. Go away. So, Bannstufe 2 wird benötigt, um da... Okay. Wie man die Bannstufe erhöht, habe ich auch noch nicht rausgefunden, ey. So, führen wir ein Gespräch von Mann zu Mann. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Das war so einfach? Wir haben noch nicht mal die Hinweise benutzt, die wir gesammelt haben, um hier reinzukommen. Ah, hier sieht man das, was er so veröffentlicht. Die ganze Propaganda und hast du nicht gesehen? Oder gut, ist es Propaganda? Dorothy. Er ist also wirklich so eine Art Herausgeber von irgendwelchen komischen Schriften. Geld, yay. Und dein Safe, den muss ich auch gleich mal erstmal aufbrechen und mitnehmen. Gut, dass das immer niemanden interessiert. Neues Sammelobjekt. Vorzeige hier. Was? Sammelobjekte. Warum werden die Sammelobjekte eigentlich nirgendwo gespeichert? Das sind noch Untersuchungen hier in Whitechapel? Wo waren denn die anderen? Das hier ist ein anderes. Ach, guck mal, das ist noch Pembroke Hospital. Die Untersuchung. Dann die Docks, habe ich keine. Und das hier Whitechapel, ganz schön viel. Erfolgreich, erfolgreich, die habe ich abgeschlossen. Die hier aber noch nicht. Das geheime Fenster, wo ich die Blindenschrift lernen muss. Der heilige Kreuzzug beim Friedhof und Plunder und mehr. Finde das Paket von Barrett Lewis.
Den muss ich, sollte ich vielleicht mal verfolgen, um das Paket zu finden. Kann aber nur einen. Okay, dann lasse ich den erstmal aktiv. Hier ist noch mehr dazugekommen. Das sind auch hier Sammelobjekte. Das sind die Sammelobjekte. Spezies von Vampiren. Schwäche der Vampiren. Das habe ich auch schon gesehen alles. Bruderschaft von Sanctus Dingsbums. Achso, das habe ich schon. Ja, genau. Der Bann des Drachen. Mit Blick auf die Bruderschaft von St. Paulus Stola rate ich dazu, diesen selbst ernannten Gefährten sehr argwöhnig gegenüberzutreten. Ja, die meisten von ihnen sind tatsächlich umgänglich und respektvoll, wenn sie sich uns nähern, aber es wäre töricht, für einen verschworenen Kreis wie den Ascalon Club offen über unsere Ziele, Mitglieder und Bräuche zu erzählen. Nehmen wir diese Untergrundorganisation. Die vorzeitliche Figur des Vrykolakas. Während ich bei meinen zahlreichen Reisen nach Spuren von Vampiren suchte, haben mich wohl am meisten meine Entdeckungen auf den Inseln im Mittelmeer verblüfft. Die lebhaftesten Erinnerungen habe ich durch die Insel Santorin Herdot persönlich beschriebene Insel, okay. In Bulgarien. Die große Jagd. Die große Jagd, heil unseren gefallenen Kameraden. Heil unseren gefallenen Kameraden, heil unseren Tapferkeit, den wir haben obsiegt. Die große Jagd gegen die Monster und Vampire. Noch ein Safe. Boah, wie soll das? It's locked. It's locked. Kriege ich wahrscheinlich nur über seine Leiche. So, mein Freund. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Ein Print Shop. Ihr Leben in London. Schwester Dorotheas echter Name. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Naja, das haben wir jetzt schon viele gesagt. Warum will er, ach genau, warum er das nicht vom Dichter veröffentlichen will? Wahrscheinlich, weil der Dichter einfach scheiße ist. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Okay, ist also scheiße. Erzählen Sie mehr über die stumme Camellia. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Okay. Uns keine Sorgen über ihre Sicherheit? Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Naja. Und wer ist sie wirklich? Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Okay, das ist nicht ihr richtiger Name und sie ist stumm. Die hat echt wirklich ein paar Mysterien, die Dame. Erzählen Sie mir mehr über Camilla, habe ich doch gerade. Ah, da hat er doch gerade. Da gab es ja nicht mehr. Leben in London habe ich fertig. Persönliche. Ah, hier. Sie haben keinen. Haben Sie keine Familie mehr? Mal gucken, was er sagt. Er lügt mich wahrscheinlich an.
Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Sag ich ja, er lügt über seine Familie. Er sagt nicht, dass er noch Kinder in Rumänien hat. Aber wir haben ja den Brief gefunden, ne? Mein Vater hat uns auch verlassen. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Ah, okay. Und wollen Sie England nach dem Krieg wieder verlassen? This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Okay. So, Ihre politische Vergangenheit in Rumänien. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Okay, Österreich-Ungarn hat also da das Land noch mal ein bisschen unter Kontrolle. Und wie sind Sie mit Schwester Dorothy begegnet? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Aha. Haben also ein wenig die gleiche Vergangenheit, die beiden. Goodbye, Mr. Petrescu. So. Finde Dorothy Crane. Muss ich hier durch? Ja. Wir sind doch hier hinten irgendwo reingekommen, oder? Also hier, da sind wir reingekommen. Und hier geht's jetzt zum Innenhof, wo ich die Krankenschwester finde. Ich kann aber jetzt ja auch das Tor aufschließen, ja. So, sonst noch was hier im Innenhof? Nö. So, das kann ich auch aufmachen. Da hinten gibt es das Päckchen für Louis, das muss ich noch finden. Und da ist ja eigentlich die Krankenschwester drin. Na gut, Leute, in der nächsten Folge werden wir mal Dorothy Crane zur Rede stellen. Mal gucken, wie sie reagiert, wenn wir da hin können. Sie kennt uns ja. Mal gucken, wie sie reagiert, wenn wir hier auftauchen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da für die heutige Episode und schaltet morgen wieder ein bei Vampyr. Macht's gut. Ciao, ciao.